Er ist ein wahrer Meister in seinem Fach. Werner Auer aus Schwabach hat vor 40 Jahren angefangen, den Beruf des Goldschlägers zu erlernen. Heute ist er einer der wenigen Goldschlägermeister, die noch die Kunst der Blattgoldherstellung beherrschen. Bis zu 5 Stunden dauert es, bis er einen rund 1,5 Kilogramm schweren Goldbarren in hauchfeine, nur 1/10.000 Millimeter dicke Blättchen verwandelt hat. Das weltbekannte Schwabacher Blattgold. Der Goldbarren wird also durch ein Walzwerk in die Länge gezogen, bis er ungefähr die Stärke von Zeitungspapier hat. Dieses Goldbarren wird in kleine Stücke geschnitten und dann abwechselnd zwischen Spezialpapier eingeschichtet. Dann wird es kleine Goldstück mitsamt dem Papier einfach mal geschlagen, dass das Goldblatt größer und dünner wird. Dann kommt es wieder raus aus dem Papier, wird wieder gevierteilt. Das passiert mehrere Male, bis am Ende hauchfeines Blattgold herauskommt. Das ist jetzt also unser fertiges geschlagenes Blattgold mit einer Stärke von 1/10.000 Millimeter. Und das ist jetzt schon so empfindlich, dass wenn man mit den Finger anfasst, das bleibt sofort auf der Haut kleben. Und ein falscher Luftzug, wenn kommt, ist das einfach weg. Es lässt sich aber durchaus stabil und vielfältig verarbeiten. Überall in Schwabach findet man das Blattgold, egal ob als Kunstwerk, an Schriftzügen oder in Form von vergoldeten Ziegeln auf dem Rathausdach. Blattgold ist natürlich jahrzehntelang vom Glanz her haltbar. Es gibt bis heute also noch keine Farbe im Außenbereich, die die Witterung länger als 4-5 Jahre übersteht, ohne sich dann vom Glanz her zu verändern. Seit sich 2005 die Innung in Schwabach aufgelöst hat, gibt es in Deutschland keinen Nachwuchs mehr im Goldschlägerhandwerk. Eine Aufnahme in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes könnte helfen, das Überleben des seltenen Handwerks zu sichern. Das Goldschlägerhandwerk ist unsere USP, unser Alleinstellungsmerkmal in der Stadt Schwabach. Schwabach ist die einzige Stadt in Deutschland, wo derzeit Blattgold geschlagen wird. Und es ist europaweites Zentrum. Schon seit vielen Jahren ist es für Europa das bedeutendste Zentrum für Blattgoldschlägerei. Schon heute wirbt die Stadt mit allerlei Produkten für ihr Blattgold. Die Aufnahme ins immaterielle Kulturerbe würde Schwabach weltweit als Goldschlägerstadt bekannt machen. Musik